Tja, da ich ein Riesenidiot bin und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Skies of Arcadia Legends in Part 56, obwohl ich eigentlich gerade 55 aufnehme und in dieses Ding hier reingeflogen bin. Ja, Captain Baltor, da kommt ein wirklich mächtig aussehendes Schiff von Backward auf uns zu. Es ist das Schiff, über das sie alle reden. Die Delphinus, das Schiff, das vom Blue Rogue Weiss kommandiert wird. So sieht man sich wieder weiß. Diesmal habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Los, Männer, bei der Ehre der Black Pirates, tötet sie alle! Wir so, nee, oder? Weiß, Black Pirates, genau vor uns. Warte mal. Hä, ist das nicht das Spalter-Schiff? Sieht so aus, als hätten sie auch ein wenig an ihrem Schiff gearbeitet. Stellen wir ihre neuen Abwehranlagen nochmal auf die Probe. Ja, das Intro tatsächlich zu diesem Kampf, also nur das Reinfliegen von dem Ding, es passiert nicht viel davor. Seht ihr tatsächlich mitten in Part 54, weil ich dann doch zu nah an Sailor's Island reingeflogen bin. Tut dem keinen Abbruch, aber ich möchte, dass die Story tatsächlich einfach kompakt in Part 56 losgeht und die Entdeckung halt in Part 55. Also was soll's. Wie gefällt dir die Leistung der neuen verbesserten Blackbeard? Dieses Schiff ist nur mit dem Besten ausgestattet, was man für gestohlenes Geld bekommt. Also fast nichts, weil da muss man auf dem Schwarzmarkt gehen, oder? Das ist das ultimative Black Pirate Schiff. So, Urala, Balabingbong. Nee, Moment, du machst das zumindest in der. Ach, das ist in der dritten. Applewax, ein bisschen das hier, ein bisschen das hier, das passt. Also ich muss zugeben, es ist eine gute Sache, dass wir Urala einfach tatsächlich aufgrund der Level und der Menge der Leute, die ich in der Party habe, direkt benutzen können. Benutzen klingt scheiße, wenn man da Menschen redet, aber ihr wisst, was ich meine als Teammitglied. Ne? Sie kann direkt ihren Skill nutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ich hätte aber eigentlich mal ausweichen können. Aber ja, das ist jetzt halt der Schiffskampf. Der triggert, wenn man Vega-Kanone plus, ja, dafür musst du allerdings auch treffen. Der triggert halt, wenn man Fina's Schiff geborgen hat und gerade auf dem Weg ist, um Enrique abzusetzen auf Sailor's Island, was ich eigentlich erst im nächsten Part richtig machen wollte. Dann hätten wir es auch mit einer vernünftigen Grüße gemacht. Ich hätte ein bisschen davor angehalten, hätte gesagt, so, hier, ne, Leute, alles toll. Aber warum sollte sowas passieren? Es ist ein MPA-Fluch. Es ist ein Fluch. Ich sag es euch. Weil in solchen Videos wie den hier, da darf nichts, und ich wiederhole das wirklich nochmal mit Nachdruck, nichts so laufen, wie wir es gerne hätten. Nee, da muss halt tatsächlich irgendwas schief. Da muss nicht furchtbar viel schief gehen, aber irgendwas muss schief gehen. Und in dem Fall ging das halt schief. Ich könnte ausweichen, ich kann mich aber genauso teilen und es kommt auch selber hinaus. Das dazu. Und so oder so machen wir dann einfach das hier. Dann passt das. Ansonsten merkt ihr, ja, Baltor ist jetzt halt ein bisschen brutaler, schneller. Schneller im Prinzip. Ja, was halt schneller ist. Er ist aggressiver. Er hat seine Vega-Kanone Plus, die dann doch in gewisser Weise massiven Schaden macht, wenn sie den trifft. Oder anders, sie kann massiven Schaden verursachen, wenn sie den trifft. Und naja, im Großen und Ganzen ist er trotzdem keine Gefahr. Er ist so wenig eine Gefahr, dass ich sogar komplett vergessen habe, meinen Captain Stripe, den wir vom Kampf gegen die Loco gekriegt haben, oder die Chameleon, wie man, wenn man möchte, habe ich überhaupt nicht benutzt. Habe ich komplett vergessen. So, wupsi-dupsi. Ja, er braucht sowas schon, ne? Nicht, wenn man ein echter Kämpfer ist, so wie wir. Ja. Bye-bye.
Das war dann Baltor, der mächtige, grusige. Wir kriegen ein Timerventil, eine Kugelfigur und Hybridwachs. Wax? Wax. Naja. Und die Welt ist zwar wieder ein besserer Ort oder zumindest ein friedlicherer Ort. Ich meine, er ist immer noch Black Pirate, ne? Also er überfällt Leute und tötet und hat man nicht gesehen. Wobei wir davon auch nicht mehr frei zu sprechen sind, wenn man mal jetzt ganz genau ist. Verdammt nochmal, Weiß, wie konntest du mich besiegen? Schon wieder! Das nächste Mal, wenn wir uns treffen. Der hat, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Stück von mir gekriegt. Werde ich dich besiegen. Du wirst den Tag verwünschen, an dem du Baltor begegnet bist. Gut gemacht, Weiß. Also wirklich, dieser Idiot weiß einfach nicht, wann er aufhören muss. Aber wenigstens ist er kein Drückeberger. Du hast nicht nur die Armada auf den Fersen, Weiß. Die Black Pirates wollen dich auch. Du bist ziemlich beliebt. Auf diese Art von Beliebtheit kann ich verzichten. Nun, ich bin froh, dass meine letzte Schlacht an Bord der Delphinus siegreich war. Enrique. Ach, was denn? Tut mir leid. Also, bald sollte Sailor's Island in Sicht kommen. Weiß, gehen wir. Okay. Das Gute ist, der Kampf ist jetzt abgeschlossen und ich muss mir zumindest keine Sorgen mehr machen im Part 55, den ich jetzt weiter aufnehmen werde, dass wir aus Versehen in die Nähe von Sailor's Island kommen könnten, weil jetzt ist der Ablege gegessen, geschält, wie auch immer. Es geht für euch gleich weiter nach einem kurzen Cut. Für mich geht es später weiter, weil ich mich jetzt erstmal wieder dran machen werde an, naja, die Entdeckung in Part 55. Immerhin wieder ein Kampf gewonnen. Und da bin ich wieder. Live nach der Pause. Zumindest für euch im Video. Und für mich nach einer langen Pause. Aber vor allen Dingen, nachdem wir alle Entdeckungen gemacht haben. Und jetzt den guten alten Enrique verabschieden müssen. Nachdem wir beim letzten Mal Baltor, naja, zum zweiten Mal erledigt haben. Enrique, willst du wirklich gehen? Nein. Ich bin der Prinz von Valua. Ich muss zurück nach Hause und alle von Gersiens und alle. Ach so. Ich hätte. Ja. Also nicht irgendwie kommt mir das jetzt vor Besprechung angenommen. Und alle von Gersiens Plänen informieren. Gregorio hat sein Leben für das gegeben, woran er glaubte. Ich muss dasselbe tun. Oh Gott. Ihr alle habt mir so viel beigebracht. Über Schiffe, über den Himmel, was es bedeutet zu kämpfen. Und ihr habt mich gelehrt, dass es viele Arten von Leuten auf dieser Welt gibt. Leute, für die es sich lohnt zu kämpfen. Leute, für die es sich lohnt zu sterben. Ich will sie alle beschützen. Ich möchte ein Land aufbauen, in dem die Leute nicht in Angst leben müssen. Bitte vergebt mir, dass ich euch verlasse. Aber ich muss Valua retten. Werd nicht luftkrank. Ja, nee, sei vorsichtig. Da draußen. Und dass du ja zurückkommst und uns eines Tages auf Crescent Isle besuchst. Ei. Das heißt, das Schiff gehört tatsächlich mir. Das finde ich gut. Na klar. Ich werde zurückkommen und euch besuchen. Und Prinzessin Muegi. Oder müssen wir das Mögi aussprechen? Mögi klingt furchtbar. Definitiv Muegi. Enrique, pass auf dich auf. Wenn du uns nicht besuchen kommst, dann komme ich dich holen. Ich danke euch allen. Ich werde unsere Reise nie vergessen. Oder Reise, es war eigentlich eine große, also passt das schon. Habe ich eigentlich den Captain Stripe benutzt, den ich bekommen habe mittlerweile mal? Oder habe ich den schon wieder vergessen? Na, ah, ich will nicht, dass er geht. Oh, irgendwie habe ich gedacht, ich werde direkt weggeportet. Naja, werde ich also nicht. Das ist eine gute Sache. Wenn ich nicht weggeportet werde, dann kann ich eben zu Fuß zurückkehren zu meinem Schiff. Und das ist eine gute Sache. Nun.
Nun denn, fahren wir zurück nach Crescent Isle und bringen Finas Schiff in Ordnung. Enrique ist fort. Und sobald wir nach Crescent Isle zurückkommen, wird auch Fina uns verlassen. Ich wünsche mir fast, dass wir nicht nach Hause zurückfahren. Was rede ich denn da? Tut mir leid, Fina. Aika, ich werde dich vermissen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich nicht darauf freue, irgendwo hinzusegeln. Naja, aber dann wiederum ein großes Schiff. Ja, das ist cool. Kann alles in die Luft sprengen. Meine nur, damit geht's mir eigentlich ziemlich gut. Endlich zu Hause. Hey, sie sind doch noch heil nach Hause gekommen. So, was? Yes. Aika, Fina, lang nicht gesehen. Hallo, Weiß. Gut seht ihr aus. Gut sehr ihr aus. Gilda. Und Clara? Nett, euch beiden zu sehen. Was ist in deinem Korb? Ich habe gerade Kuchen gebacken. Los, essen wir ihn, solange er noch warm ist. Was? Wirklich hausgemachter Kuchen? Clara, du bist die Beste. Ich bin froh, dass ihr es alle halt zurückgeschafft habt. Warum? Was? Warum? Hä? Ach so, beim letzten Mal haben wir uns gesehen, als wir in die unterirdische Basis gegangen sind, so gesehen, ne? Ja. Und es sieht so aus, als hättet ihr auch Finas Schiff wieder. Heißt das, dass du bald zum Great Silver Shrine zurückkehren wirst? Ja. Danke, Gilda, für alles, was du für mich getan hast. Du brauchst mir nicht zu danken. Ihr wart das, die die ganze harte Arbeit geleistet haben. Jetzt muss ich euch nur noch erledigen. Naja. Tja, Fina, sieht so aus, als hättest du deine Mission erfüllt. Du kehrst als Heldin nach Hause zurück. Glückwunsch. Thank you very much. Danke. Und jetzt, wo du uns verlässt, sollten wir eine Abschiedsparty feiern. Fina, lebe hoch. Oh yeah, mit Kuchen. Everyone. Nicht alle, everyone. Ich finde das manchmal komisch. Wie gesagt. Warum an manchen Stellen halt sowas kommt, das nicht übersetzt ist. Wenn es einfach komisch übersetzt ist, das ist ja was anderes. Aber auf einmal gar nicht übersetzt ist immer sehr merkwürdig. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo das Gesicht im Stein sein soll, was ich bestellt habe. Aber ist okay. Oder vielleicht habe ich es auch anders erwartet und habe es bisher einfach nicht gesehen. Tada! Schaut euch das mal an! Wow, das sieht köstlich aus. Clara, du bist klasse! Fina, das wird sicher eine großartige Party. Ja, ich danke euch allen. Das bedeutet mir so viel. Am Anfang wusste ich nicht viel von dieser Welt, aber dank euch allen war ich einer der Ersten, die sie umsegelt hat. Ich weiß noch, als du hier ankamst, wusstest du noch nicht einmal, was einkaufen bedeutet. Was? Lebt sie denn hinterm Mond? Kein Witz. Sie sagte, dass man beim Great Silver Shrine kein Gold verwendet. Ach, seltsam. Seid ihr Leute nun eigentlich fortschrittlich oder vollkommen altmodisch? Es ist nicht nur das Gold, das wir nicht haben. Blumen, Tiere. Es gibt so viele Dinge, die ich noch nie gesehen hatte, bevor ich hierher kam. Ich habe auf meinen Reisen mit euch so viel erlebt. Und da ist noch was. Während ich hier war, habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt. Als ich den Schrein verließ, warnten mich die Elders. Man kann keinen in jener Welt vertrauen. Sie sagten, dass die Leute dieser Welt Dummköpfe seien, die miteinander ein Fehde legen und in den Flammen verbrennen, die sie selbst entfachen. Was nicht unbedingt falsch ist. Aber ich habe so viele nette Leute getroffen, während ich hier war. Ich habe gelernt, dass, selbst wenn einige ihre Ziele durch Kriege zu erreichen versuchen, es auch andere gibt, die zusammenarbeiten und versuchen, Frieden zu verbreiten. Ich habe so viel gelernt. Unsere gemeinsamen Erinnerungen werden der kostbarste Schatz bleiben, den ich je haben werde. Also dann, heute Nacht werden wir durchfeiern. Aika, hör bitte auf mit diesem komischen Gruß. Nur so. Und so dauerte Finas Abschiedsparty bis in die frühen Morgenstunden an.
Man aß zusammen, erzählte sich Geschichten und festigte die Bande der Freundschaft. Das erste Treffen mit Fina, die aufregende Flucht aus Valua, die Suche nach den Moon Crystals. Je mehr die Erinnerungen hochkamen, desto mehr schien es, als würde es nie ein Ende ihrer gemeinsamen Reisezeit geben. Und dann griff die Feuernation an. Ist übrigens ein Running Gag in meiner Community, also meiner Discord-Community im Prinzip. Fina, stimmt was nicht? Lass uns mitmachen. Beim was? Beim Fenster gucken? Ja. Morgen muss ich gehen. Ich werde wieder allein sein. Ich will nicht weg. Ich möchte hier bleiben. Mit euch. Ihr alle bedeutet mir so viel. Oh, Fina, ich... Aber das war eigentlich ein Witz. Ah! Aber guckt euch das an! Jetzt sieht's ein bisschen komisch aus wieder, aber... Er hat sie definitiv nur an der linken Schulter und irgendwo rechts an, im Hüftbereich gehalten. Er ist ein Gentleman beim Retten. Oder Festhalten. Was war denn das? Weiß! Weiß! Alarm! Es ist die Armada! Sie sind hier! Die Armada? Die gibt's noch? Manchmal vergesse ich tatsächlich, dass wir unter dem Red Moon hausen, so gesehen. Na toll. Da steckt Gold drin in diesem Brunnen. Ich glaube, da waren Fische drin. Nein, alles brennt. Weiß, pass auf. Ninja-Truppen, ach du lieber Himmel. Ich wollte schon böse Worte sagen. Die haben Ninja-Truppen? Ihr hattet keinen schlechten Unterschlupf. Schade, dass nun alles verbrennt. Wir hätten euch zur Kapitulation aufgefordert, aber dann haben wir uns überlegt, dass es mehr Spaß machen würde, euch zu töten. Ninja-Truppen. Ja, Ninja-Truppen. Meine lieben Damen und Herren. Wir haben Ninja-Truppen in der Valuan Army. Wirklich schräg. Irgendwie. Verteidigen. Fina lasse ich offen für meine Glyphe der Macht. Pfefflen. Ist ein bisschen düster in diesem. Also, obwohl es eigentlich nicht düster sein sollte, weil alles am Abfackeln ist, aber naja. Ich meine, das Schlimmste, was sie hätten machen können, wäre irgendeinen komischen Instant-Kill-Effekt, aber dafür, dass es, naja, Ninja-Truppen sind, kommt da nicht viel. Und so Sachen wie Sylenis, was du gerade machen, mich hier davon abhalten, Zauber zu sprechen, oder? Let's try this. Es ist, glaube ich, nicht durchgekommen, ich trete nicht in die, aber selbst wenn! Magie benutzen ist in diesem Spiel schlecht. Einfach nicht machen. Sie heißen übrigens Umbras, wie man sieht. Was im Prinzip so heißt, sie sind tatsächlich bekannt als Schatten. Also enttäuscht mich jetzt bitte nicht. Ich habe extra die erste Runde genutzt, um mich aufzuputzen wieder hier. Ja, wunderbar. Obwohl die ja wirklich viel Schaden gemacht haben dafür, dass sie so gesehen einfach nur... Ist das ein Instant-Kill? Nein. Ich wollte sagen, außer er steht jetzt wieder auf und kippt dann wieder um. Was aber glücklicherweise nicht der Fall war. Das hätte ja nur passieren können, ne? Das war ja einfach.
ich auch eine komische Ninja-Truppe, die von mir gefallen wird. Kommen da jetzt noch mehr? Valuanisches Gesindel. Wie haben sie unseren Unterschlupf gefunden? Man hätte doch einfach hinterherfahren können oder so. Wenn du es wissen musst. Ramirez! Ein Patrouillenschiff entdeckte die Delfinos, als ihr nach Dungrel kamt. Sie haben euch bis hierher verfolgt. Aber ich habe kein Interesse an dir oder deiner Mannschaft. Mein Besuch hat einen anderen Hintergrund. Ich bin wegen der Kristalle gekommen. Crash Bandicoot, gib mir die Kristalle! Ja. Wenn du sie freiwillig übergibst, werde ich meine Truppen abrufen. Wenn nicht, werden wir eure jämmerliche Insel bombardieren, bis ihr alle tot seid. Suchst dir aus. Kannst du Feuer kontrollieren? Du wirst uns schon töten müssen. Dachtest du, wir würden sie einfach aushändigen? Du wirst uns töten müssen! Nichts würde mich glücklicher machen. Jetzt ist es soweit. Ah, ich habe irgendwie erwartet, der würde jetzt sowas sagen wie En Garde, so wie es halt Piastol sagen würde. What? Okay, ich meine, vielleicht ist es so ein Ding wie Kupil, dass er deswegen einfach so ein Ding rausholen kann. Ich greife vorweg. Ich nehme so ein bisschen Spannung, glaube ich, damit raus, aber ich nehme es mal einfach vorweg. Dieser Kampf ist nicht gewinnbar. Also wir können ohne Probleme seine Umbras erledigen, damit eigentlich nichts passiert. Aber gegen Ramirez selbst können wir leider nicht gewinnen. Aber die Musik gefällt mir jetzt schon. Yes, du hast deinem Ramirez 8. Darkness. So, da werde ich dark in der Stufleiter. Wollte noch mal. Haha, ich lebe immer noch. Also es ist nicht so, dass sein erster Angriff mich jetzt unbedingt hätte umbringen sollen, aber... Haha, ich kann einen Angriff von dir überleben. Du hast ein Gewicht auf den Kopf gekriegt. Meine Rache ist vollkommen. Naja, nicht wirklich. Aber ja, das ist das Anzeichen dafür, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Interessant ist allerdings auch die Sache, dass wir... Ich meine nicht nach einer bestimmten Rundenanzahl draufgehen, sondern tatsächlich einfach irgendwann draufgehen sollen. Also wir sollen schon tatsächlich sterben, das ist das Interessante daran. Ich kann natürlich auch gucken, wie lange ich durchhalten würde, aber das hat leider keinen Effekt, deswegen lasse ich das einfach mal. Ups. Ich habe vergessen, dass ich mit ihr im Zaubermenü war und einen halt nach links hätte drücken müssen. Na egal. Ah, ganze 0 Schaden hast du gut gemacht, Alka. Na, aber immerhin, ne? Weiß, mein stärkster Charakter macht 374 Schaden. Kannst du jetzt nichts mehr? Konntest du nur einmal deine Silber-Eclipse machen? Was ist dein Problem? Also, mit Drillnoss besiegt er mich nicht. Oh oh. Ich hab fast erwartet, dass jetzt sagt ein Tuskipi oder sowas.
Anderer Hinweis darauf, dass man ihn nicht besiegen kann, ist die Tatsache, dass seine Energieleiste sich so überhaupt nicht bewegt. Ansonsten könnte ich den Kampf natürlich ewig in die Länge ziehen, weil ich mich gut genug hätte heilen können. Aber ja, ist ein unwinnbarer Kampf. Das hat man wenigstens im letzten Teil auch nochmal gehört. Schwert des dunklen Mondes. Man könnte ja glatt meinen, unser nächstes Ziel wäre es jetzt, eine Art Gegenmittel zu finden, sozusagen. Also eine Möglichkeit, dieses dunkle Schwert zu kontern, aber naja, nein. Dafür habe ich deine Schatten umgebracht. Bäh. Puh. Konnten die schon immer schweben? Endlich gehören mir alle Kristalle. Fehlt nicht der Silberne? Also... Warum was bist du? Warum stehen wir schon wieder? Ramirez, warte! Warum? Warum tust du das? Fina, die Leute von dieser Welt haben es nicht verdient, am Leben zu sein. Wie du bin ich hierher entsandt worden, um die Kristalle zu holen. Kurz nachdem ich ankam, entdeckte ich, dass das Veluan Empire auch nach ihnen suchte. Sie waren absolut unbarmherzig. Ich wusste, dass sie schließlich finden würden. Wenn Valuas Streitkräfte die Kristalle gefunden hätte, hätte ich sie gestohlen und wäre zum Schrein zurückgekehrt. Während meiner Zeit in Valua habe ich eine Menge über die Leute dieser Welt gelernt, was sie so bewegt. Habsucht, Hass, Scheinheiligkeit. Sie schätzen lediglich materielle Dinge, die mit Gold gekauft werden können. Die Menschen dieser Welt sind oberflächlich und kleinlich. Ich habe alle Hoffnung für sie aufgegeben. Ich begann, diese abscheulichen Kreaturen zu verachten. Aber einen gab es. Einer war anders als der Rest. Lord Gelsian. Lord Gelsian ließ sich weder durch Schmeichelei noch Gold von seinem Weg abbringen. Auch er hatte wenig Vertrauen in die Menschen dieser Welt. Für ihn gab es nur eines. Das war Macht. Lord Gelsian hat mich davon überzeugt, dass diese Welt einen alleinigen Herrscher benötigt. Einer, der die Schwachen beseitigen und die Starken anführen kann. Er zeigte mir, was wahre Macht bedeutet. Derjenige, der alle Macht in sich vereint, kann Leben beenden, Städte zerstören und die Welt verändern. Die Welt braucht einen Mann wie Gelsian als ihren Herrscher. Nur er kann ihr wahres Potenzial hervorbringen. Ich habe einen Eid geschworen, dass ich mein Leben und mein Schwert für Lord Gelsian geben würde. Wir haben jetzt alle Kristalle. Mit ihnen wird eine Macht in dieser Welt zurückkehren, die größer ist als die der Gigas. Jetzt verbeugt euch alle vor ihm. Was? Du bist nicht klug, uns zu unterschätzen, oder von welcher Macht sprichst du? Beides ist in dem Fall okay. Was meinst du mit einer Macht, die größer ist als die der Gigas? Ja, natürlich. Ihr habt die Kristalle eingesammelt, ohne ihre wahre Bestimmung zu kennen. In ihnen verbirgt sich die Macht, die Reigns of Destruction hervorzurufen. Fina, du hast doch gewusst, dass es unser Volk war, das die Reigns of Destruction hervorgerufen hatte, oder? Was? Das ist eine Lüge! Wir wurden nicht hierher entsandt, um zu verhindern, dass die Gigas wieder belebt werden. Wir wurden gesandt, damit die Elders den Lost Continent of Soltis ausfindig machen können. Das ist unsere wahre Mission.
Wenn die 6 Moon Crystals einmal beisammen sind, wird sich der Lost Continent aus dem Deep Sky erheben. Aber jetzt arbeite ich für Garcia. Zusammen werden wir den Lost Continent heben und somit selbst die Reigns of Destruction auslösen. Ich weiß nicht, was es mit dem Lost Continent auf sich hat, aber habt ihr nicht eines vergessen? Ihr habt nur 5 der Kristalle. Die Schlacht ist nicht vorüber, solange ihr nicht alle 6 habt. Danke. Jemand sagt es mal. Da hast du recht. Aber du weißt nichts über den 6. Kristall. Silver Crystal. Sieh genau hin. Eine Hand. Ist er das? Wurde ein Kristall eingepflanzt? Bist du ein Gigas? Was zum... In seiner Hand? Der Silver Crystal? Ja. Fina. Natürlich bei ihr da, aber... Ne? Naja. Alle Sylvita haben bei der Geburt ein Stück von dem Silver Crystal in sich. Mit anderen Worten, der Silver Crystal enthält unsere Lebensenergie. Nur durch den Tod lässt sich der Kristall von unseren Körpern lösen. Im Gegensatz zu Theodora sind wir nicht an Finas Wissen über die Uhren interessiert. Wir sind an dem Kristall in ihrem Körper interessiert. Fina, du wirst mir den 6. Kristall jetzt geben. Ich dachte, das Ding löst sich nur durch den Tod oder so. Er tötet Fina! Fina! Komm, Fina, schenke Lord Garcia in dein Leben. Hätte man jetzt nicht mal besser zielen können? Ich meine ja nur. Gilderschiff. Definitiv Gilderschiff. Gott sei Dank kommt dieser Typ nicht so schnell zur Sache. Moment mal, wir haben euch im Visier. Moment! Schmutziges Gesindel. Trotzdem habe ich, was ich wollte. Ich kann den Silver Crystal jederzeit bekommen. Kannst du das? Fina! Ich dachte, die ist nach vorne gekippt. Naja. Die Kristalle gehören uns. Lebt wohl. Das wirst du büßen, Ramirez. Du wirst büßen. Du hast Ramirez die 5 Moon Crystals gegeben. Nein, hab ich nicht! Also... Der Text hätte wenigstens sagen können, dir wurden die Moon Crystals abgenommen oder so. Ich hab doch nicht freiwillig gesagt, ja, okay, ja. Weiß, ich habe gerade das letzte Feuer gelöscht. Das ist ja furchtbar. Ach, naja. Kann man doch wieder aufbauen. Ja, wirklich. Alles, wofür wir so hart gearbeitet haben, ist weg. Unser Unterschlupf. Ein Haufen Ruin. Wie gesagt, kann man auch alles wieder aufbauen. Auch wenn's unpraktisch ist. Wir haben alle Kristalle verloren. Delphinus hat auch nicht genug Energie, um Valua zu überfallen. Was sollen wir jetzt machen? Warum hat sie nicht genug Energie? Ich werde nicht aufgeben. Eigentlich beides gut, aber das ist die richtige Antwort, warum auch immer. Ich werde nicht aufgeben. Weiß ich. Es wird nicht leicht sein, aber wir können unser Quartier wieder aufbauen. Was die Kristalle anbelangt... Nun, jetzt wissen wir, dass sie sich alle am selben Ort befinden. Nicht aufgeben, Maika. Wenn wir jetzt aufgeben, dann wird Ramirez die ganze Welt zerstören. Wir müssen weiterkämpfen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ja. Stimmt. Dies war einmal eine einsame Insel. Und du warst hier ganz allein gestrandet. Genau. Da fällt mir ein, wie geht es Fina?
Tja, um die Wahrheit zu sagen, seitdem Ramirez weg ist, ist sie ganz allein im Konferenzraum. Ich glaube, was gestern passiert ist, war etwas viel für sie. Weiß, warum versuchst du nicht einmal mit ihr zu reden? Was jetzt von ihr vorgehen mag? Ja, ich werde mit dir sprechen. Tja. Soviel zu unserem schönen Dangrel Island. Ne, Dangrel Island war das kleine Ding. Crescent Island, so rum. Andersrum wird ein Schuh raus, sozusagen. Sagt man ja immer so schön. Tja. Wir helfen alle beim Wiederaufbau, ja. Lass dich nicht unterkriegen. Also wir müssen im Prinzip mit niemandem reden, das mal an dieser Stelle auch gesagt. Das kann man zwar machen, aber naja, ist das der Weg zum Lift? Naja, so halb. So halb, und damit meine ich eigentlich gar nicht, ne? Weil der Lift dann. Nee, der Lift war doch da. Schbumbum. Schbumbum? Wenn du nichts gebaut haben willst, dann baue ich es trotzdem. Ja, danke. Ich weiß, der Part wird wieder ein bisschen länger, aber das ist jetzt die reine Story-Tortur, wenn man so möchte. Und da sind wir. Immer so eine komische Kameraführung, aber da sind wir dann halt wieder. Und im Konferenzraum geht's ja erstaunlich gut, ne? Nichts kaputt. Nicht mal die Fenster sind kaputt gegangen, glaube ich. Ja? Ich bin's. Ich wollte nur nach dir sehen. Oh. Weiß. Es tut mir leid, aber kann ich für eine Weile allein sein? Fina. Ja, das kann ich verstehen. Ich verstehe, wenn du noch Zeit brauchst, um über die Dinger nachzudenken. Aber. Ich komme später noch einmal vorbei. Fina, nicht den Kopf hängen lassen, okay? Das. Hat Ramirez die Wahrheit gesagt? Was soll ich machen? Wem soll ich glauben? Alles herhören. Bei drei hebt die Hand, okay? Sobald wir diesen Schutt beseitigt haben, können wir wieder mit dem Bauen anfangen. Ich kann es kaum erwarten. It's a me, Ismail! Hey, ich bin Ihr Gast. Warum bin ich dazu verurteilt, diese Art von Arbeit zu verrichten? Mann, hör auf zu meckern. Pff, wir heben dann Riesenast und die machen sowas. Das erinnert mich an Lower City. Wovon redest du? Alle sind in Sicherheit. Wir sollten uns freuen, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Nichts wert ein Leben lang. Deshalb bauen wir immer wieder neu. Wenn ich noch jünger wäre, hätte ich schon die halbe Insel neu aufgebaut. Bestimmt. Sie sind zu schnell. Hat sie jemand verzaubert? Klong. Autsch, ich bin so müde. Vielleicht habe ich jetzt ein besseres Leben als je zuvor. Ja, aber das hast du vorher schon festgestellt. Nur mal so. Meine Herren Admiräle, die fünf Kristalle sind jetzt in unserem Besitz. Der Tag, an dem wir die Welt beherrschen, rückt näher. Mein Lord, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich werde an den Ort, von dem wir sprachen, zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Mein lieber Garcian, ich bin beeindruckt. Sie zerstörten Weises Quartier und haben die Kristalle wiedererlangt. Es scheint alles unter Kontrolle zu sein.
Ich werde bei meinem Schiff sein und erwarte Ihre Befehle. Was ist los, Beleser? Sie scheinen etwas auf dem Herzen zu haben. Lassen Sie es mich wissen. Admiral Gaysian. Gaysian, bitte überlegen Sie es noch einmal. Wenn wir die Rains of Destruction auslösen, gehen dabei so viele unschuldige Leben drauf. Bitte, wir brauchen, sollte es nicht aus der Tiefe zu heben. Belaser, wollen Sie mich betrügen, so wie Gregorio? Nein, ich habe nicht die Absicht, Sie jemals zu betrügen, mein Lord. Weil ich... Also gut, ich möchte keine unnötigen Komplikationen. Solange sich Valua uns nicht widersetzt, gibt es keinen Grund, die Rains of Destruction einzusetzen. Admiral Gaysian, was soll ich tun? Was soll ich tun? Gott! Meine Zunge will nicht mehr das machen, was ich will. Ich kann Alfonso nirgendwo sehen. Er ist wahrscheinlich unterwegs, Ihre Majestät von meinem Verrat zu unterrichten. Belaser, ich möchte, dass Sie zum kaiserlichen Palast zurückkehren und der Kaiserin meine Loyalität gegenüber Valua bezeugen. Warten Sie dort, bis Sie erneute Befehle erhalten. Tricks sind Ihre Spezialität. Jetzt können Sie Ihre Fähigkeiten dazu einsetzen, unnötiges Blutvergießen zu verhindern. Jawohl, mein Lord. Ich werde mich sofort auf den Weg machen. Leb wohl, Belaser. Du hast mir sehr gedient. Böser Mann. Ein poser, poser Mann. Ich würde gerade sagen, sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Für einen Tag haben wir ziemlich viel geschafft. Ja, aber es wird eine Weile dauern, bevor es hier wieder so aussieht wie vorher. Ja, das wird es wohl. Ich erinnere mich daran, wie wir uns auf Pirate Isle den Sonnenuntergang betrachteten. Du hast immer davon gesprochen, Captain deines eigenen Schiffes zu sein. Ja, ich erinnere mich. Und davon, über den Horizont hinaus zu segeln. Seitdem haben wir es weit gebracht. Und weil wir es so weit gebracht haben, können wir jetzt nicht einfach aufgeben, oder? Du hast recht. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende. Weiß. Aika. Ist das jetzt echt eine Laufanimation? Das sieht so ein bisschen aus, als... Weiß ich nicht, als würdest du auf Zehenspitzen gehen, aber so richtig so wackelig. Fina! Tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen um mich machen musstet. Bist du jetzt wieder okay? Ja. Ich fühle mich viel besser. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Kommt ihr beide mit mir zum Great Silver Shrine? Was? What? Ramirez hat gesagt, dass er, um die Rains of Destruction abzuhalten, alle Moon Crystals benötigt. Abzuhalten? So wie ihn stattfinden zu lassen? Naja. Ich dachte, die Kristalle seien nur dazu da, die Gigas zu kontrollieren. Ich wusste nicht, dass sie auch die Rains of Destruction auslösen können. Und ich hatte keine Ahnung, dass mein eigenes Volk für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich war. Ich habe sogar ein Stück des Silver Crystal in meinem Körper. Alles, was mir die Elders erzählt haben, mein ganzes Leben lang, ist eine Lüge gewesen. Ich muss die Wahrheit erfahren über die Kristalle, über mein Volk. Weiß, Aika, ich stelle euch jetzt die gleiche Frage wie vor langer Zeit. Werdet ihr mit mir reisen? Natürlich machen wir das. Selbst wenn du es gar nicht wolltest, würden wir überall mit dir mitkommen. Was auch geschieht, Fina, wir bleiben immer deine Freunde. Thank you very much. Danke. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Hey da, ihr wolltet mich doch wohl nicht zurücklassen, was? Gilda? Sieht fast so aus, als würde es jetzt interessant werden.
Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich einfach hier bleibe und euch den ganzen Spaß überlasse, wie? Tja, nun sieht's so aus, als hätten wir wieder eine Gruppe zusammen. Eine Reisegruppe. Okay, für heute ruhen wir uns aus. Morgen brechen wir zum Great Silver Shrine auf. Ja. Gilda ist wieder mal zu deiner Gruppe gestoßen. Das heißt, wir haben wenigstens wieder 4 Leute. Und das ist in alles in allem eine gute Sache. Gott, der Part wird viel zu lang. Es tut mir leid. Danke, dass du mich unterrichtet hast, Alfonso. Das hast du gut gemacht. Yes, my lord. Yes, my lord? Nicht my lady oder so? Selbstverständlich. Ich bin euer ergebener Diener, Hoheit. Und was ist mit den persönlichen Angelegenheiten, die ich erwähnte? Sehr wohl, Alfonso. Ich werde dir deinen Wunsch gewähren. Mother. Mutter. Enrique? Du bist endlich wieder da. Also, bist du endlich wieder zu Sinn gekommen und zu uns zurückgekehrt? Nein, Mutter. Ich bin gekommen, um dich vor der Gefahr zu warnen, in der du schwebst. Admiral Gassian hat dich... Verdammt nochmal, Gassian, nix Gassian. Mann. Und plant die Welt zu erobern. Wir müssen versuchen, ihn aufzuhalten. Ja, mein Junge, ich weiß. Alfonso war bereits so freundlich, mir von Admiral Gassians Plänen zu berichten. Wie ich höre, sucht er die Moon Crystal zusammen, um die Reigns of Destruction hervorzurufen. Was? Also, das war die ganze Zeit über sein Plan. Mutter, wir müssen schnell handeln. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Wohin? Enrique, bitte beruhige dich doch. Wir müssen die augenblickliche Lage abwägen. Wenn wir die Moon Crystals in unseren Besitz bringen, werden unsere Träume, die Welt zu regieren, endlich wahr. Ich habe Alfonso zum neuen Kommandeur der Valuan Armada gemacht und wir werden gegen Gersien antreten. Ach du lieber Himmel. Mutter, das darf man nicht leicht nehmen. Du kannst dich... Ist zu mächtig. Eure Hoheit? Habt keine Angst, Eure Hoheit. All mein Fehlverhalten bis zum heutigen Tage beruht auf Gersiens Befehlen. Wenn ich aus freien Stücken handle, werde ich Gersien vor Gericht bringen. Gut, Alfonso, sehr gut. Verstehe, also dann, du lässt mir keine Wahl. Was? Enrique, was machst du? Ah, ich habe die Schnauze voll. Mutter, wenn du so weitermachst, wirst du Valua zerstören. Ich muss dies tun. Für mein Land. Für mein Volk. No. Ah. Enrique, steck sofort dein Schwert ein. Klopp. Eure Hoheit, bitte vergeben mir. Belaser. Enrique hat von den Luftpiraten eine Hirnwäsche erhalten. Er ist verrückt geworden. Schließt ihn in der Grand Fortress ein, bis er wieder zu Sinnen kommt. Bitte, Eure Hoheit, wartet. Ich... Als neuer Kommandeur der Valuan Armada befehle ich ihn, den Prinzen zu Grand Fortress zu bringen, um ihn dort einzusperren. Wenn du Beschwerden haben solltest, kannst du sie dem Scharfsrichter erzählen. Wenn dein Kopf auf dem Richtblock liegt. Gott! Der als Kommandeur... Ich meine, positiv denken. Wenn er der Kommandeur ist, dann ist so gut wie alles gegessen mit der Valuan Armada. Da kommt nichts Vernünftiges mehr bei rum. Die ist so gut wie tot. Aber ja, unser Ziel wäre es jetzt rein vom Prinzip her, ich glaube, es ist zumindest auch hier oder auch nicht, ich weiß nicht mehr, kann da draußen gewesen sein, mit Finas Schiff zum Great Silver Shrine zu fliegen. Ich glaube, es ist tatsächlich draußen vor Anker. Ich werde allerdings an dieser Stelle speichern. Der Part ist schon wieder lang genug. Und beim nächsten Mal gibt es dann den Great Silver Shrine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist viel Story. Es tut mir leid, es ist ein langer Part. Bis zum nächsten Mal.